Gott, ey. Ich drehe wieder. Ich fasse es gar nicht. Hallöchen. Heute gibt es tatsächlich ein neues Video, wie ihr sehen könnt. Und die ungeplante Sommerpause ist damit vermutlich beendet. Ich werde mal sehen, was ich so noch aufhole an Videos jetzt aus dem Sommer. So viel ist nämlich gar nicht passiert. Zumindest nicht lesetechnisch. Also nicht in dem Sinne, dass ich viel gelesen hätte. Es ist viel anderes passiert in meinem Leben. Deswegen kamen auch keine Videos. Ganz logische Konsequenz. Manchmal stolpert man so durch das Leben oder kommt so von einem Moment in den nächsten, erlebt ganz viel, hat einen wunderschönen Sommer und da geht dann so das ein oder andere Hobby unter. Tatsächlich das Lesen, aber eben auch das Videos drehen und das möchte ich jetzt wieder reanimieren, sagen wir mal so, wie es ist. Und dazu gibt es jetzt zuerst einmal die Neuzugänge aus dem Juni noch. Und ja, das waren ein paar, das ist ein ordentlicher Stapel. Da habt ihr vielleicht schon die Medimops-Bestellung gesehen. Die zeige ich euch nicht mehr explizit, sondern die könnt ihr da noch anschauen. Und jetzt kommen dann noch die im Buchladen gekauften Bücher dazu. Für die nächsten Monate kommt aber auch noch Lesemonat und Neuzugänge jeweils. Ich werde mal sehen, was ich im Herbst so an Drehmöglichkeiten habe und schaffe. Das heißt, ich habe noch keine Ahnung, ob es wieder dahin gehen soll, dass ich 2 Videos pro Woche euch hochladen kann. Es wäre natürlich schön, aber ich glaube, das ist im Moment unrealistisch. Deswegen, genau, im Moment 1 Video pro Woche und ich gucke mal, was ich gerade aufhole aus den vergangenen Monaten und werde mal sehen, dass ich auch wieder ein bisschen mehr ins Lesen komme. Also schnappt euch eine Tasse Tee und ich starte mal. Wie im Lesemonat Juni bereits gezeigt, der 10. Band von Su Morishita, ein Zeichen der Zuneigung, ist eingezogen und bereits gelesen. Das heißt, der wandert direkt ins Gelesenregal hier um die Ecke rum. Und ich will gar nicht so viel dazu verraten, weil, Band 10, ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, wann der nächste erscheint, das sage ich jedes Mal, ne? Schlimm ist das mit mir, aber tatsächlich steht hier auch gar nichts drin, deswegen, keine Ahnung, Juni, naja, vielleicht kommt noch ein Band in diesem Jahr, könnte ja passieren, ich habe keine Ahnung, wie schnell sie das Ganze übersetzen, also, und wie viele Bände überhaupt noch geplant sind. Wir begleiten Yuki und Izumi durch den Alltag. Yuki hat eine Hörminderung und wird hier als der Gebärdensprache fähig und des Lippenlesens fähig dargestellt. Izumi ist der unfassbar gut aussehende Freund, mit dem sie dann den Alltag verbringt. Mehr sage ich jetzt mal nicht dazu. Da passieren verschiedene Dinge, es entstehen verschiedene Situationen, in denen auffällt, dass Yuki ängstlich ist und angewiesen auf die Unterstützung von Izumi. Das heißt, die Darstellung gefällt mir jetzt nicht perfekt, aber ich finde es total schön, dass grundsätzlich die Tatsache der Gebärdensprache dort ein Stück weit einen Platz einnimmt oder zur Sprache kommt. Die beiden sind irgendwie total süß, deswegen ich bin gespannt, was mit denen noch passiert und werde mal gucken, wann der nächste erscheint. Wenn ich es weiß, dann blende ich es euch hier unten ein, aber ja. Alle anderen Fans werden es vermutlich sowieso schon längst wissen, nur ich weiß es wieder nicht. Dann ist eingezogen, mehr so im Vorbeigehen, das Mondscheincafé von Mai Mochizuki. Es klingt ein bisschen wie das Café am Rande der Welt oder wie auch immer das heißt, von John Strelecki. Hier steht aber was mit drauf, was ich sehr, sehr schön finde, nämlich es wird von Katzen betrieben. Und vielleicht hat sich auch in den letzten Monaten so ein gewisser Kater den Weg in mein Herz gebahnt. Deswegen, ich konnte nicht anders. Ich habe danach gegriffen, habe noch nicht so richtig reingelesen, in den Anfang so ein bisschen, aber eben, wie gesagt, noch gar nicht so ganz. Deswegen mal sehen, wohin es mich noch führt und was es tatsächlich beinhaltet, wie sehr es mich verzaubern kann. Hinten drauf steht nämlich, diese Geschichte verzaubert Leser auf der ganzen Welt. Sie beruht auf dem japanischen Mythos, dass Katzen den Menschen, die sie gut behandelt haben, etwas zurückgeben möchten. Und das ist eine wunderschöne Vorstellung, beziehungsweise ich bin sowieso der Meinung, Katzen können uns ganz viel beibringen in unserem Leben und wir können sehr, sehr viel von ihnen lernen. Ich bin vor allem auch gespannt darauf, ob mir das Japanische daran gefällt. Ich habe den Eindruck, ich komme dann doch immer mal wieder mehr in diese Richtung vom Lesen her, was ich spannend finde, weil ich dachte, das würde mich nie interessieren. Jetzt lerne ich da vielleicht doch nochmal. Also genau, das Mondscheincafé. Weswegen ich eigentlich im Buchladen war, ich habe dieses Buch bestellt. Und zwar von Ryan Holiday, Dein Hindernis ist dein Weg. Mit der Weisheit der alten Stoiker Schwierigkeiten in Chancen verwandeln. Ich lese ja im Moment nicht so ganz konsequent. Eigentlich täglich den täglichen Stoiker, auch von Ryan Holiday herausgegeben. Das heißt, da geht es eben auch um die Weisheit der Stoiker, beziehungsweise der Stoa.
Und ich bin gespannt, was hier drin noch steckt und hoffe, es wird mich noch ein Stück voranbringen, beziehungsweise ja, so weit interessieren, dass ich sage, ja, da ziehe ich auch wirklich noch ein paar Erkenntnisse raus. Ansonsten könnte es auch passieren, dass das, was hier drin steckt, schon längst im täglichen Stoiker auch drin steckt. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht so sehr passend für mich. Ich habe es aber irgendwo empfohlen bekommen, deswegen hat es mich angesprochen. Bestellt hatte ich außerdem das Selbstbild von Carol Dweck, wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt. Ich glaube, im Original heißt es Mindset, was ein deutlich griffigerer Name ist, aber ist okay. Ich finde auch dieses Gelb nicht so passend, aber wir lassen es mal so stehen. Hier geht es um die Denkweisen und wie die unser Leben bestimmen. Ebenso um so ein paar, ja, Ansichten, wie man mit einem gesunden Selbstbild oder eben Mindset auch zu einer bestimmten Denkweise und damit vielleicht auch zu Erfolgen kommen kann. Ich bin auch da sehr gespannt. Es war wiederum eine Empfehlung und es ist wahnsinnig klein geschrieben, sehe ich. Wow. Okay, ich werde es dann doch irgendwann lesen. Also nochmal ein Sachbuch und auch das war auf Empfehlung. Das Happiness-Prinzip von Sean Acher, wie Sie mit 7 Bausteinen der positiven Psychologie erfolgreicher und leistungsfähiger werden. In die Richtung positive Psychologie habe ich mich auch schon mal informiert und so weiter. Ich bin gespannt, was das Happiness-Prinzip noch bereithält mit verschiedenen Effekten, Regeln und so weiter. Beweist, dass glückliche Menschen bessere Probleme sind, bedeutend gesünder leben, tiefere soziale Bindungen haben und resistenter gegen Stress sind. Naja, das klingt alles sehr vielversprechend und gut. Ihr merkt vielleicht auch gerade die Richtung. Also ich bin definitiv weiterhin noch interessiert an Persönlichkeitsentwicklung und dem ganzen Prinzip, sich dessen anzunehmen und auch aus sich selbst noch so ein Stück weit was zu tun. Vielleicht habe ich auch da gerade jetzt noch die Möglichkeit und Chance dazu, durch eine, tja, eigentliche Niederlage, Gefühl einer Niederlage, habe ich vielleicht jetzt die Zeit gewonnen, um mich gerade um solche Dinge zu kümmern. Wir werden mal sehen, wohin es führt. Dann durften aber doch auch noch ein paar Romane mit. Und zwar durfte mit Alle Farben meines Lebens von Cecilia Ahern. Ich habe ja schon ziemlich lange jetzt aufgehört, all ihre Bücher zu kaufen, also zu sammeln in dem Sinne, aber auch zu lesen. Das heißt, sie hat mich früher total begeistern können für ihre Geschichten und ich fand die wirklich, wirklich gut. Jetzt war ich schon lange nicht mehr in einem ihrer Romane und ich bin gespannt, ob mich die Farben dann vielleicht kriegen. Das Leben strahlt in unendlich vielen Farben. Gold ist die Farbe der Reinheit, Grün steht für Stabilität und ein bestimmtes Blau für Traurigkeit. Schon als Kind entdeckt Alice, dass sie den Gemütszustand anderer Menschen in Farbe sehen kann. Die Auren verraten ihr, ob ihr Gegenüber die Wahrheit sagt oder lügt. Glücklich ist oder heimlich den Tränen nah. Ihr eigenes Leben in die Farben des Glücks zu tauchen, das gelingt ihr zunächst allerdings nicht. Doch dann zeigt ihre lebenskluge Nachbarin ihr die Richtung. Und die Begegnung mit einem Mann, dessen Farben sie überraschenderweise nicht sehen kann, spornt Alice an, all die bunten, leuchtenden Facetten des Lebens für sich zu erobern. Es klingt wunderschön, es klingt nach Synästhesie, es klingt genau nach einem Buch für mich. Deswegen durfte es mit. Ich weiß, es ist schon vor längerem erschienen, aber es hat mich jetzt einfach gepackt und ich will es jetzt lesen. Deswegen durfte es mit. Vielleicht auch etwas, ja, im Juni erschienen, merke ich gerade. Ich habe es im Juni gekauft, ne? So viel zu, ach so, vielleicht in der Ausgabe erschienen. Es gab vielleicht noch, die Hardcover-Ausgabe gab es garantiert vorher. Genau, die ungekürzte Taschenbuchausgabe. Okay. 22 ist es schon mal erschienen. Das heißt, die Geschichte an sich ist nicht neu, ist jetzt nicht erst erschienen, aber diese Ausgabe, also dieses Format, so ist es erst nochmal erschienen im Juni. Ich bin froh drüber und ich freue mich sehr auf die Geschichte. Außerdem freue ich mich auch auf diese Geschichte hier. Ziemlich dick, würde ich sagen. One Second to Love, Breaking Waves, Band 1 von Christina Moninger. Ich habe keine Ahnung, ob das was kann und ob mich das kriegt. Absolut gar keine. Ich bin ja tatsächlich in dem Bereich der Literatur gar nicht unterwegs. Kein Brittany C. Sherry und so weiter, wie sie alle heißen. Überhaupt nicht. Allerdings habe ich trotzdem den Eindruck, ich möchte ein bisschen dahin abtauchen. Deswegen habe ich dazu gegriffen, habe es gekauft, habe es noch nicht gelesen. Jetzt im September, in dem ich hier sitze und es drehe, denke ich mir, okay, warum habe ich es noch nicht gelesen? Vielleicht wäre es ein Sommerbuch gewesen. Naja, es hat so einige Seiten, ne? Ach doch, okay, 400. Das ist noch okay. Es wirkt, finde ich, fast noch dicker, als ob es 600 Seiten wären oder so. Worum geht's hier? 5 Freundinnen, 4 Liebesgeschichten, eine große Schuld. Avery, Isabella, Odina,
Lee und Josie sind jung, wild und die besten Freundinnen, seit sie sich im Surfcamp auf einer kleinen Insel vor der Küste South Carolinas kennenlernen. Es ist der Sommer ihres Lebens, bis Josie plötzlich spurlos verschwindet. Erst 10 Jahre später gibt es eine Spur. Avery kehrt als gefeierter, aber ausgebrannter Rockstar auf die Insel zurück, um über ihren Bandkollegen Jake hinwegzukommen. Niemand ist ihr vertrauter als er und niemand hat sie je so verletzt. Doch neue Hinweise zu Josies Verschwinden lassen Avery keine Ruhe. Sie weiß, dass nur ihre einstigen Freundinnen weiterhelfen können, obwohl ihre Freundschaft zerbrochen ist. Und dann ist da noch Jake. Warum beginnt er ausgerechnet jetzt, wo alles verloren ist, um sie zu kämpfen? Es klingt nach Drama, es klingt nach Rockstar, es klingt nach... Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr Erfahrungen damit habt, schreibt mir sehr, sehr gerne, ob es euch gefallen hat. Hier ist irgendwie noch eine Karte mit drin. Also ich finde es vom Prinzip super süß aufgemacht. Es gibt, wie gesagt, mehr Bücher. Ich glaube, 4. Oder soll 4 geben. Ich muss nochmal gucken. Also Band 1 gibt es schon. Band 2 auch. Ach so, bei den anderen beiden weiß ich es nicht genau. Da steht nur dabei, von wem immer jeweils die Geschichte ist. Ach so, und das Cover. Ah, okay. Und diese 4 Cover ergeben dann ein Gesamtbild? Wer stellt sich das denn so ins Regal? Naja, okay. Auf jeden Fall, das Cover mit den anderen zusammen ergibt dann ein Gesamtbild. Okay. One Second Love, Two Lives to Rise, Three Tides to Stay, 4 Secrets to Share. Bist du mal gespannt, wann die noch alle erscheinen? Ach genau, und die Autorin ist in Würzburg geboren. Das ist mir irgendwie sehr, sehr, sehr angenehm. So dieses Gefühl von, mir ist die Autorin nahe. Jetzt nicht tatsächlich in dem Sinne, aber so ein bisschen das Gefühl von, sie ist nicht so fremd. Auch wenn das eigentlich stimmt. Ich habe von ihr aber noch ein Buch hier stehen. Das weiß ich. Hier. Das ist schon ein bisschen älter. Ja, Christina Moninger. Damals noch Self-Publishing, meines Wissens. Wenn gestern unser Morgen wäre. Ich habe es noch nicht gelesen. Tja, hätte ich vielleicht mal tun sollen, bevor ich mir noch eins von ihr kaufe. Wer weiß. Nur ihr wisst das. Wollt ihr noch mehr über die Bücher wissen, dann schreibt mir sehr gerne, wenn euch was interessiert vom Thema her. Und sehr gerne natürlich auch, wie gesagt, wenn ihr schon was drüber wisst, wenn ihr es gelesen habt, bitte ohne Spoiler, bitte nicht völlig zerreißen oder völlig in den Himmel loben. Dann bin ich natürlich auch völlig meiner eigenen Meinung beraubt. Aber gerne so ein bisschen erzählen. Eher ja, eher nein, wie auch immer. Vielen Dank dafür. Und da durfte noch ein neuer Band von Witch einziehen, und zwar Band 4. Ich habe aktuell gerade Band 3 beendet. Das hat ein bisschen gedauert, über die Monate hinweg. Wann Band 4 jetzt anfängt und dann auch beendet ist, keine Ahnung. Aber ich kann euch so viel sagen, es geht weiter mit den 5, mit Will, Irma, Tarani, Cornelia und Helen. Es tut mir sehr leid, wenn ich alle Namen falsch ausspreche. Hier ist die wunderschöne Cornelia vorne drauf. Ich finde sie ja bezaubernd. Aber gut, der Kampf geht weiter. Da haben sie alle Hände voll zu tun, steht hier wieder. Wir gucken mal. Band 5 im September. Das ist ja richtig passend. Fällt mir gerade auf, wir haben September. Okay. Das heißt, ich könnte tatsächlich Band 4 im September verschlingen und dann direkt auch noch Band 5 kaufen und verschlingen. Mal sehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele davon noch erscheinen werden. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich weiß nicht, wie lange meine Liebe dafür anhält. Das heißt, wie lange ich es noch weiter lesen möchte. Warte mal, gibt es nicht Band 5 schon? Ist das letztes Jahr im September erschienen? Ei, ich muss recherchieren. Ihr merkt's, ich bin raus. Die 5 sind eigentlich in der Schule in Sheffield, aber sie sind auch Wächterinnen von dem Herzen von Kandraka, beziehungsweise von dieser Welt eben, und sind vom Orakel berufen, verschiedene Kämpfe auszufechten und sind eben auch irgendwie Hexen, die sich verwandeln können, und dann können sie, haben sie magische Kräfte. Sie können aber auch Astralzwillinge bilden, das heißt, dass sie ein exaktes Abbild zu Hause lassen können, sodass die Familien nicht verwirrt sind, wenn sie weg sind und kämpfen. So irgendwie. Genau. Ich fand es damals spannend. Es ist ein Teil meiner Kindheit, deswegen lese ich es heute noch. Gut. Auch dazu gerne, wenn ihr das gut findet, wenn ihr das lest, schreibt mir mal unten die Kommentare, damit ich nicht die Einzige bin, die hier irgendwie noch Witch liest. So, wie gesagt, die Titel, die ich in dem Paket, in dem Medimops-Päckchen ausgepackt habe, die kommen quasi noch on top. Das heißt, die habe ich jetzt nicht nochmal extra hier, um sie euch zu zeigen. Das könnt ihr im Video anschauen, sonst wird dieses Video hier zu lange. Und damit ist das endlich wieder das erste Video nach der Sommerpause, unfreiwilligen Sommerpause, um das nochmal zu betonen, abgedreht. Ihr habt ein paar neue Bücher jetzt gesehen. Ihr könnt gerne mir ein paar Infos dazu dalassen. Was habt ihr so im Sommer gemacht? Wie war euer Sommer überhaupt? Habt ihr auch eine Leseflaute so wie ich?
Schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, lest ein gutes Buch. Und tschüss.